Du willst wissen, wie du richtig runde Schultern aufbaust? Stopp! Ja, okay, das auch. Aber ich zeig dir heute, worauf du achten kannst in deinem Training, wie du richtig massive Schultern aufbaust. Runde Schultern, ja, wir wollen sie, wir brauchen sie. Sie füllen das Shirt ordentlich aus und geben uns den Look, den wir wollen. Diesen X-Frame, ja. Man redet so oft darüber, es geht aber wirklich darum, um diesen plastischen Look, den man damit erreichen möchte. Drücken. Drücken tun wir gerne als erstes, weil wir hier am meisten Kraftpotenzial haben, die bestmöglichen langfristigen Steigerungen haben und diese Übung uns im Allgemeinen hilft, eine gute vordere und seitliche Schulter aufzubauen. Jetzt habe ich vor allem letztens erst einen Fehler wieder entdeckt, den ich eigentlich am meisten sehe beim Schulterdrücken. Und zwar die Hantel wird nicht gerade nach oben bewegt. Wir versuchen uns immer vorzustellen, dass wir gegen die Schwerkraft drücken oder ziehen, um wirklich das Gewicht optimal wirken zu lassen. Deswegen versucht euch vorzustellen, dass die Hände gerade nach oben gehen müssen. Was ich häufig sehe, ist, dass die Hände nach innen bewegt werden. Das macht das Gewicht wesentlich leichter von der Wirkung, aber wir haben auch weniger Effekt für die seitliche Schulter. Denn natürlich, wir haben durch das Drücken enormen Anteil der vorderen Schulter. Das ist auch gut so, wir wollen auch diese Rundung haben. Aber um die seitliche Schulter zu treffen, haben wir den Arm gerade, versuchen den Arm parallel zu einer Wand zu lassen. Ja, der Arm ist gerade, der bleibt vertikal so, wie er ist. Und wandert gerade nach oben, der Bizeps bewegt sich Richtung Kopf. Jetzt kann man natürlich das Ganze im Stehen ausführen. Da haben wir laut EMG, also laut der Messung in der Muskulatur, etwas mehr Druck auf der seitlichen Schulter. Aber da müsst ihr für euch selber herausfinden, was ihr wählt. Hauptsache ihr achtet drauf, euer Arm bleibt gerade. Auch bei der Multipresse, bei der Druckübung, in der Maschine. Die Hände nicht eng, nicht zu weit, mittig lassen, runter und gerade hoch in die Kontraktion. Wenn wir über eine runde Schulter sprechen, dann reden wir über die drei Köpfe, aus denen die Schulter besteht. Das ist einmal die vordere Schulter, aber die seitliche Schulter gibt uns diese Plastizität, diesen Look, den wir eigentlich auch wirklich suchen und wollen. Aber trotzdem, für diese runde Schulter von der Seite brauchen wir die hintere Schulter. Sie rundet die Schulter nochmal ab, die seitliche Schulter, die uns die Weite gibt, und die vordere Schulter, die einfach nicht abflachen darf. Wenn wir über die seitliche Schulter sprechen, dann müssen wir auch Seitheben erwähnen. Das ist für mich wirklich die Übung Nummer 1 für die seitliche Schulter. Ist eigentlich auch irgendwie logisch, weil es eigentlich eines der einzigen Isolationsübungen sind. Aber auch bei der Übung solltest du auf einige Dinge achten. Punkt Nummer 1, den Arm seitlich vom Körper wegbewegen. Das klingt jetzt erstmal super logisch, wenn man Seitheben hört, aber es ist es leider nicht. Denn die Arme werden dann entweder zu weit nach vorne bewegt oder zu weit nach hinten, also wirklich nur abspreizen. Und dabei auch darauf achten, dass wir die Hand nicht zu weit vor den Körper nehmen. Haben wir die Hand nämlich hier und benutzen wir Kurzhanteln oder sind am Kabel, dann zieht es uns die Hand runter. Heißt, wir müssen gegenarbeiten und wir holen uns dadurch Druck aus der seitlichen Schulter raus. Deswegen macht den Arm einfach lang. Vor allem, wenn wir Seitheben mit Kurzhanteln machen, haben wir die Möglichkeit, die Hantel neben dem Körper zu führen. Bei einem Kabel von vorne ist natürlich die Möglichkeit, dass die Hantel vor dem Körper ist, aber auch die Möglichkeit, die Hantel hinter dem Körper zu ziehen, um da auch wirklich besser aufs Gefühl zu achten. Und ich kann euch wirklich den Tipp geben, ihr müsst die seitliche Schulter spüren bei der Übung, sonst trefft ihr den Muskel nicht, denn der Trapez hilft eine Menge mit. Wenn wir also beim Heben den Trapez mit anspannen, den Nacken zusammenbringen, dann haben wir hier eine enorme Hilfe. Also Seitheben besteht immer daraus, den Arm wirklich lang zu lassen, den Arm seitlich vom Körper zu lassen, so viel Druck wie möglich eben auf die seitliche Partie zu bringen und die Ausführung so langsam auszuführen, dass sie sie von Wiederholung zu Wiederholung reproduzierbar macht und einfach eine Ausführung habt, an die ihr euch langhangeln könnt, um damit Progression zu machen. Ein kleiner Tipp zu eurer Trainingsplanung, wenn wir schon Drücken und Seitheben als erste zwei Übungen haben. So sieht die Basis meines Schultertrainings aus. Jetzt sieht man natürlich häufig, Leute wollen mehr Übungen machen und machen eigentlich fast das Gleiche nochmal. Man macht zum Beispiel Schulterdrücken im Sitzen und danach an der Multipresse und vielleicht sogar noch an
der Maschine. Ja, Hauptsache noch mehr reindrücken, weil es vielleicht nicht genug gewesen ist. Ich kann euch wirklich empfehlen, reizt jede Übung einfach aus und sucht euch eine Übung aus, die euch gut tut. Weil dreimal das Gleiche machen, aber für den Kopf was anderes gemacht zu haben, ist es wirklich im Endeffekt nur für den Kopf. Also nehmt euch eine Übung, trackt den Progress, ja, schreibt euch ja vielleicht auf, wenn ihr da nicht vorankommt und macht über Zeit Progress. Ob ihr jetzt Seitheben macht mit der Kurzhantel und dann auch nochmal an eine Maschine geht und nochmal an einen Kabelzug, wir machen einfach viel zu viel. Mach lieber weniger in einem Training, mach lieber Schulterdrücken und Seitheben, mach sie aber häufiger. So regenerierst du besser und kannst so bald wie möglich wieder ins Training gehen, um nochmal Leistung abzurufen. Schultern ist ein Muskelbereich, der relativ klein ist und auch relativ gut regeneriert. Also ihr braucht nicht einmal in der Woche Schulter machen, macht lieber zweimal. Ja? Teilt euch den Inhalt auf, so habt ihr auch nicht das Gefühl, dass ihr zu wenig macht und macht genau ausreichend. Und dann probiert ihr, liefert ab und schaut, was daraus wird. Wir wollen ja nicht nur von vorne breit aussehen und wenn wir uns dann seitlich hinstellen, dann sieht man uns nicht mehr. Wir brauchen auch eine hintere Schulter und da ist es natürlich auch wichtig darauf zu achten, wenn wir runde Schultern aufbauen wollen, dass wir das nicht vernachlässigen. Ich habe es gerne mal im Pull-Training drin, aber da ich aktuell wieder ein Vierer-Split anwende, mache ich mein Schultertraining etwas voller, hole es aus dem Rückentraining raus. Die Schulter regeneriert super, deswegen passt sie ebenfalls nochmal gut das Schultertraining an sich rein. Aber wir brauchen diesen runden 3D-Look. Und da bieten sich zum Beispiel Butterfly Reverse extrem gut an, um den Muskel isoliert zu treffen. Und da gibt es eine wichtige Sache zu beachten, und zwar, dass wir die Arme weit genug abspreizen. Ja, wenn wir die Arme nach hinten bewegen, werden wir immer ausreichend hinter Schulter mit trainieren. Aber es ist wirklich super hilfreich, wenn wir die Arme 90 Grad abgespreizt haben und dann auch wirklich so weit gehen, wie wir die hintere Schulter maximal kontrahieren. Das ist der Punkt, den wir dann spüren, wo die hintere Schulter wirklich fest und hart wird. Und dann gehen wir nicht mehr weiter und gehen so weit zurück, wie wir Spannung in der Muskulatur halten können. Und wenn es gerade um das Thema Schultern geht, ja, runde Schultern, dann gibt es immer wieder Leute, die sind einfach prädestiniert dafür, runde Schultern zu haben. Die haben diesen grundsätzlich plastischen Look. Es ist natürlich auch eine genetische Voraussetzung, überhaupt so runde Schultern zu bekommen. Also folgt nicht einer falschen Inspiration. Jetzt nur, weil die Schultern von jemandem wirklich weit nach außen gehen, richtig kanonenkugelförmig sind, heißt das nicht, dass du das jemals erreichen kannst, noch solltest. Denn du kannst das Maximum aus deiner Schulter rausholen, indem du einfach so gut wie möglich trainierst und einfach den Muskelaufbau für dich priorisierst. Ja, es geht niemals darum, so auszusehen wie anderes. Die Genetik limitiert uns irgendwo, aber nicht, um Leistung zu geben, um größer zu werden. Mach dir das immer bewusst. Es geht nie darum, so auszusehen wie anderes. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen, für den Support. Mit Kurt Aldin auf ESN.com. Spaß mit dem allerbesten Rabatt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.